Ich bilde Yoga-Lehrer aus, weil ich Yoga verbreiten möchte. Ich möchte, dass Menschen Yoga, den Zugang zu Yoga finden, die nicht unbedingt auf die Idee kämen, dass sie Yoga-Lehrer werden wollen, weil ich wollte damals auch nicht Yoga-Lehrer werden. Ich wollte eigentlich nur Yoga für mich persönlich haben. Ich wollte wissen, warum mir das so gut tut und bin dann durch Zufall in eine Yoga-Lehrerausbildung gekommen. Und dadurch habe ich festgestellt, dass das doch für viele Menschen eine Bereicherung ist. Yoga ist für mich eine Lebenseinstellung. Das geht weit über die Asana-Praxis im Studio hinaus. Das betrifft alles, wie ich im Leben mit mir selbst umgehe, wie ich mit anderen umgehe. Und das bedeutet auch immer, dass man offen bleibt, dass man nicht immer die festgefahrenen Bahnen geht, sondern dass man einfach mal neugierig bleibt und auch mal Dinge wagt und sich raus aus der Komfortzone traut. Die Ausbildung ist in 10 Module gestaffelt und die erstrecken sich über ein Jahr. Und das ist auch besonders wichtig bei der ganzen Sache, dass man ein Jahr lang Zeit hat, bei dem man sich halt wirklich weiterentwickelt, sowohl körperlich als auch geistig. Wir starten jeden Ausbildungstag mit Yoga-Praxis, Asanas, Pranayama und Meditation. Und in der ganzen Theorie kümmern wir uns um ganz viele Themen, zum Beispiel ist Philosophie ein starker Schwerpunkt, aber auch genauso Yoga-Technik, Mantras, Meditation, Pranayama, ganz viele Bereiche, die Teilnehmer lernen, wie sie Yoga-Stunden aufbauen, inhaltlich, wie sie Yoga-Workshops zusammenstellen. Ich habe die Ausbildung angefangen nicht mit dem Ziel, jetzt Yoga-Lehrerin zu werden und zu unterrichten, sondern ich mache seit Jahren Yoga und wollte einfach für mich mehr lernen, mehr verstehen, meine Praxis vertiefen, Zusammenhänge verstehen. Ich unterrichte auch, sage ich mal, im privaten Umfeld, was mir sehr viel Spaß macht, was ich jetzt auch nicht so gedacht hätte. Also auch das ist so eine Richtung, die sich jetzt erst ergeben hat. Das Besondere ist, dass wir in einem kleinen Kreis lernen, eine sehr individuelle Betreuung dadurch bekommen und unterschiedliche Referenten haben und dadurch, glaube ich, ein sehr breites, weit gefächertes Wissen vermittelt bekommen. Also wir haben jedes Mal unglaublich viel Spaß. Es ist überhaupt keine trockene Atmosphäre. Wir lachen sehr viel. Ich freue mich immer sehr auf die Wochenenden. Was mir wirklich am Herzen liegt in der Ausbildung, ist Authentizität. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass die Teilnehmer jetzt ihren eigenen Stil entwickeln und wirklich herausfinden, was sie unterrichten wollen. Es geht jetzt nicht darum, dass die Stunden, die wir unterrichten, auswendig lernen oder dass sie die Stunden, die einer unserer Referenten gibt, so in der Art unterrichten, sondern sie sollen halt wirklich für sich herausfinden, was ist mein Yoga-Stil, was finde ich gut und dass sie das wirklich umsetzen. Für die Ausbildung gibt es eigentlich nur eine Voraussetzung und die Voraussetzung ist ein ehrliches Interesse an Yoga. Und es ist egal, ob jetzt jemand schon gelenkig ist, ob jemand 5 Jahre Yoga macht oder ob er einfach gerade als Yoga für sich neu entdeckt hat. Wichtig ist einfach, dass man rangeht in einer offenen Form und niemand muss aus der Ausbildung rausgehen und den Kopfstand oder den Handstand beherrschen. Aber es ist wichtig, dass jeder offen angeht und sich traut, die Vorübungen einzunehmen und einfach mal ein bisschen aus seiner Komfortzone herauskommt und das probiert.